Herzlich willkommen hier heute bei Saucool Basteln. Ich bin der Sascha und heute wollen wir gemeinsam einen Messerhalter, ein Messerblock wird es nicht, es wird definitiv ein Halter, ein Messerhalter bauen. Also, wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, Mädels, das sind die Messer, um die es geht. Und dafür möchte ich gern einen Halter bauen. Allerdings sollen die Messer dort nicht so dran liegen, sondern sie sollen so rein. So, denke ich, nimmt der Halter am Ende einfach etwas weniger Platz weg. Und ich glaube, dass ich ihn vielleicht so auch etwas schicker gestaltet kriege. Ja, als erstes müssen wir uns das Holz vorbereiten, damit wir damit überhaupt arbeiten können. So kann ich mit dem Stück nicht viel anfangen. Es ist A, viel zu dick, viel zu schwer. Und außerdem haben wir hier diese Risse drin und dieses Astloch. Jetzt müssen wir daraus erstmal ein Stück machen, mit dem sich arbeiten lässt. Leute, das Zeug staubt wie die Pest. Ich habe mir ein paar Streifen von dem hellen Holz, von dem Zeberholz zugeschnitten und natürlich ein paar Streifen von dem Black Palmyra. Dieses Black Palmyra, das ist höchst gefährlich. Also, wenn sich da Splitter lösen, alter Verwalter, die gehen schön tief rein. Ich glaube, so würde das ganz cool aussehen, von der Maserung her. Vielleicht könnte man ja dazwischen jeweils noch mit so einem schwarzen Streifen arbeiten. Hoppala. Ich denke, das wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. So im Wechsel. Und dann würde ich jetzt vielleicht ein bisschen länger nachher hier unten den Rand machen, wo nachher das Messer draufsteht. Das wird praktisch die Grundplatte sein. Das Ganze machen wir mit, sag schon,
Wie heißen sie doch gleich, die schicken Dübel? Naja, ihr habt ja gesehen, ihr wisst, was ich meine. Ich komme gerade auf den Lamellus. Lamellus? Sind das Lamellus? Ja, ich glaube ja. Hier, wo ich diese dünnen Streifen habe. Ah. Nein, no. Es ist noch nicht geleimt, ja? Hier, wo ich diese dünnen Streifen einleimen möchte, da habe ich die Lamellus gekürzt. Einfach, weil die ja nur... Ich muss ja von beiden Seiten einstecken können. Also einen hier, einen da. So. Das würde nicht gehen. Das würde nicht gehen, wenn ich die ganz lassen würde. Ich würde sagen, wir legen jetzt los und leimen erstmal. Dann haben wir die Grundplatte fertig, auf die nachher alles aufbaut. Jetzt haben wir das Ganze verzwungen von allen Seiten, dass es einigermaßen plan wird. Habe ich unten drunter eine kleine Platte drunter gespannt, in der Hoffnung, dass es so ein bisschen plan wird, weil von der einen Seite ist ja alles, naja, nicht so ganz perfekt. Mal sehen, ob wir das hinterher noch irgendwie glatt geschliffen kriegen. Also hier sind die Unterschiede ziemlich groß, aber dafür sieht die Frontseite relativ gut aus. Das lassen wir jetzt erstmal trocknen. Was hast du denn dazu zu sagen? Habe ich dich gerufen? Naja, wie gesagt, das lassen wir jetzt erstmal trocknen und dann können wir uns leider erst um den Rest kümmern. Solange heißt es warten. Aus dem ganzen Teil erstmal eine Platte hergestellt. Ich habe das mittlerweile entzwungen und natürlich die Überstände abgesägt. Und ich würde sagen, jetzt werden wir mal schön die ganzen Brandspuren hier entfernen und aus der ganzen Platte eine ebene Fläche machen. Und das machen wir mit dem Handhobel, allerdings mit dem elektrischen Handhobel. Ich will mal probieren, ob ich das hinkriege. So, also mein Plan ist es ja, hier unten praktisch so eine Kante hinzubringen, wo dann das Messer aufliegt. Allerdings möchte ich das nicht so einfach gerade im 90 Grad Winkel haben, sondern, also am Ende soll es schon 90 Grad ergeben, aber ich möchte so eine Art leichte Rundung haben hier an der Stelle. Das heißt, ich werde jetzt hier einen Winkel dran schneiden von 22,5 Grad, hier auch 22,5 Grad. Dann werden wir ungefähr so hinkommen. Dann wird hier oben auch nochmal 22,5 Grad
angeschnitten und an der nächsten Leiste auch. Wobei ich nicht weiß, ob ich die nächste Leiste genauso dick machen werde. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nur halb so dick. Und dann haben wir hier unten so eine leichte Rundung, aber am Ende kommen wir auch auf die 90 Grad. Aber sieht halt, denke ich mal, vielleicht etwas schicker aus, als einfach schnöde eine Leiste drunter zu kleben. We're the queens of the party, working hot, yeah, we're run things. If you wanna be with us, then say da. Yeah, we're the queens of the party, working hot, yeah, we're run things. If I'm asking you any questions, say da. So, in der Zwischenzeit haben wir das Ding entpackt, also es hat funktioniert mit der Gärung, es ist so ein bisschen so ein runder Bogen entstanden, vielleicht kann man das so besser erkennen. Jetzt habe ich hier noch schön die Kanten weggehobelt, das Ganze wird dann natürlich noch schön glatt geschliffen. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir es von innen drin auch noch schön kriegen, von drin sieht es nämlich nicht ganz so toll aus. Ja. Ich würde sagen, ich befreie das jetzt erstmal hier vom Leim. Dann werde ich das auf Länge sägen und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, mittlerweile haben wir alle Teile, die wir brauchen, beisammen. Das Teil hat jetzt auch einigermaßen, also die Form ist jetzt auch einigermaßen so, wie ich sie haben wollte. Ist nicht perfekt geworden, aber Gott, was soll's. Ich glaube, wenn das alles ordentlich geschliffen ist und zusammengebaut ist, dann wird das schon seinen Charme haben. Also wir haben das Teil, was hier unten rankommt. Dann haben wir diese Klötzchen, wo nachher dazwischen die Messer stecken werden. Da müssen wir jetzt noch die Magnete einfügen. Eine Sache ist passiert. Ich weiß nicht genau, ob ich mich vermessen habe oder verkehrt abgeschnitten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Fakt ist, das Teil hier ist zu kurz. Diese beiden Füße hier, die sollten ja eigentlich gar nicht da dran bleiben. Ich weiß nicht, warum ich das am Ende nicht abgeschnitten habe. War wahrscheinlich irgendeine innere Stimme. Jetzt müssen wir das so machen, damit die Griffe auch so stehen, wie ich sie eigentlich haben wollte, werde ich das hier so befestigen müssen. Hoppala. Ungefähr. Das heißt, wir haben hier nachher diese Lücke. Aber vielleicht sieht es trotzdem ganz gut aus. War ja eigentlich so geplant. Aber okay, wir kriegen das schon irgendwie hin, dass man das nutzen kann. So, ich werde jetzt hier die Magnete einführen. Ich werde jetzt die Bohrung machen und dann die Magnete setzen. We'll be right back.
mittlerweile haben wir die Magnete drin, da wo es reingehören. Und jetzt können wir anfangen, die Teile auf dem Brett zu positionieren, festzukleben, und sobald die Trocknung eingetreten ist, können wir das Ganze fein schleifen. So, ich habe hier unten die Leiste hingebaut, so dass wir nachher schön in einer Linie alle Teile haben. Das war's. Ich habe gerade das Teil noch geschliffen und geölt. Das Öl habt ihr jetzt gerade nicht gesehen. Ich zeige euch jetzt erstmal das Endergebnis. Da kommt's. So, ihr Lieben, das war das Endergebnis und ich hoffe, euch hat es gefallen. Denn ja, wenn es euch gefallen hat, bedeutet das ganz sicher, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und ja, mir hat es mega viel Spaß gemacht, diesmal wieder mal mit echtem Holz zu arbeiten. Als nächstes kommt sicherlich wieder irgendwas für die Werkstatt dran. Hin und wieder muss man halt auch mal was für die Frau tun. So, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und ja, abonnieren nicht vergessen, Glocke läuten und ja, bis demnächst. Hau rein. Tschö.